kommen zum Tagesordnungspunkt 13 zum Thema Festspielhaus Hellerau, Instandsetzung und Modernisierung des Ostflügels, Instandsetzung des Vorplatzes, Herstellung notwendiger Stellplätze. Es beginnt die Fraktionsrunde, die Fraktion Die Linke. Herr Wertz, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Das Festspielhaus Hellerau treibt mich jetzt im Stadtrat inzwischen seit über 8 Jahren um. Es geht insbesondere um die Sanierung der sogenannten Kasernenflügel Ost und West. Mich hat schon bei der ersten Eilvorlage vor 8 Jahren aufschrecken lassen der Hinweis, dass beide Gebäude erst 1938 dem Ensemble hinzugefügt worden sind unter der Funktion einer Polizeikaserne. Es war damals nichts aufgearbeitet dazu. Es wurde diese beiden Bauwerke, wo das eine schon saniert war, der Ostflügel, um den geht es ja jetzt im Prinzip, sie wurden im Einzug genannt mit dem Festspielhaus, obwohl das Festspielhaus ja 1910 errichtet worden ist von Heinrich Tessenow als Reformschule, als Institut für Musik und Bewegung nach Emile Jacques Dalcroze. Davon konnte in den 30er Jahren keine Rede mehr sein. Die Schule geriet in eine finanzielle Schieflage. Sie konnte insbesondere unter den Bedingungen des Nationalsozialismus nicht mehr existieren. Einer der letzten Betreiber, Harald Dorn, der Bruder des Gründers Wolf Dorn, musste sie an die Hellerauer Gesellschaft Garten GmbH zurückgeben, verkaufen. Und dort wurde sie 1937 dann zwangsweise an das Reich verkauft. Anschließend wurden die beiden Kasernenflügel hinzugefügt in einer Art und Weise, nicht nur die Nutzung konterkarierend, eine im Prinzip Polizeikaserne in im Prinzip eine Reformschule zu bringen, sondern auch den architektonischen Entwurf von Heinrich Tessenow. Denn die Flügel Ost und West versperren die ursprüngliche Piazza. Der Urnfeldweg und der Heinrich-Tessenow-Weg werden brutal abgeschnitten und es entsteht ein Kasernenhof, wo früher mal eine freundliche Kreuzung war, wo früher 4 Kavalierhäuser standen, wurden 2 lange Riegel gebracht, die im Prinzip diesen Entwurf dort eben zerstört haben. Und auch die Polizeikaserne ist beschönigend, denn ausgebildet wurden nicht Polizisten im herkömmlichen Sinne, sondern Mitglieder der sogenannten Ordnungspolizei. Und die Ordnungspolizei unterstand wie die SS, wie die nicht uniformierte Polizei des Sicherheitsdienstes oder der Gestapo Heinrich Himmler. Die Ordnungspolizei war infanteristisch geschult, wurde insbesondere ab 1938 intensiv ausgebildet in mehreren Stellen im damaligen Deutschen Reich, aber auch in den besetzten Gebieten und sie diente als Teil des Personals für den Holocaust. Insofern ist auch der Ost- und der Westflügel in Hellerau nichts weiter als gebaut worden als in der Infrastruktur des Holocaust. Die Einheiten der Ordnungspolizei werden in der historischen Forschung für 2 Millionen Todesopfer verantwortlich gemacht. Warum ist das nun unter Denkmalschutz gestellt worden? Als Vehikel wurde genutzt der sogenannte Ludwig-Krohr-Dachstuhl, eine sehr verkopfte Dachkonstruktion, die auch politisch nicht unbelastet ist. Denn sie wurde erfunden unter dem Druck des Materialmangels im damaligen Deutschen Reich in der Kriegsvorbereitung und ist sozusagen ein Produkt des 4-Jahr-Planes 1938 gewesen. Auch das steht in der Literatur. Des Weiteren wird sie gelobt, dass sie mehr als ein anderes Holzdach besonders brandbombenfest ist. Das spielte später keine Rolle mehr, weil die Strategie der Bombenabwürfe ja darin bestand, zuerst mit Sprengbomben die Dächer abzudecken. Insofern auch hier im Prinzip eine fragwürdige ingenieurtechnische Leistung. Dennoch wollen wir bei allem Bewusstsein in der Geschichte nicht vergessen, dass dieses Kapitel noch aufzuarbeiten ist. Wir haben bereits vor 5 Jahren als Stadtrat, ich glaube fast einstimmig, den Auftrag gegeben, die Geschichte aufzuarbeiten dieser beiden Gebäude. Es wurde ein Verzeichnis von Archivalien angelegt, sie wurden aber nicht gesichtet. Ich habe mich in der Literatur und im Internet mit dieser Frage beschäftigt. Eine Parteigenossin der Linken, die auch für uns im
Stadtbezirksbeirat Altstadt sitzt, Esther Ludwig. Sie hat an Archiven recherchiert und je weiter man sich mit diesem Thema beschäftigt, desto mehr kommt zum Vorschein, desto mehr ist aufzuarbeiten. Das Material erschlägt uns, es ist weder gehoben noch gesichtet. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau hat dankenswerterweise auch einstimmig den Beschluss von vor 5 Jahren noch einmal bekräftigt. Wir ergänzen zum Anliegen den Kasernenflügel Ost einer künstlerischen, tänzerischen, performancekunstartigen Nutzung zuzuführen. Wir unterstützen dies und haben hinzugefügt, dass jetzt im Zuge auch der Sanierungsarbeiten noch einmal wissenschaftlich aufgearbeitet wird, was es mit der Geschichte des Ostflügels, des Westflügels und auch dem Gebrauch oder auch dem Missbrauch des Festspielhauses für diese Zwecke auf sich hatte. Gleichzeitig möchten wir auch aufarbeiten die Geschichte als Standort der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. Auch dies ein Kapitel im Kalten Krieg. Immerhin ist nicht zu vergessen, dass viele junge Männer aus der ehemaligen Sowjetunion einen 3-jährigen Dienst unter sehr harten Bedingungen leisten mussten. Auch das soll im Prinzip mit aufgearbeitet werden. Und wir hoffen, dass mit diesem Antrag jetzt Schwung in die Entwicklung kommt und wir zu Ergebnissen kommen. Wir wollen nicht vergessen, Hellerau bewirbt sich als Weltkulturerbe. Wir haben es als unter Denkmalschutz gestellt. Es darf nicht heißen, dass diese historische Epoche vernachlässigt worden ist, dass sie verdrängt worden ist. Die Landeshauptstadt Dresden als Eigentümerin dieses Bauwerkes und als Betreiberin dieses Bauwerkes ist hier in der Pflicht der sich dynamisch entwickelten auch Aufarbeitung der Ordnungspolizei bundesweit im Prinzip hier einen eigenen Impuls zu setzen und dies zu intendieren. Ich danke Ihnen und bitte um Zustimmung zu dieser Vorlage und zu dieser Ergänzung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirz. In der Fraktionsrunde SPD-Fraktion verzichtet, FDP-Fraktion verzichtet, Freie Wähler. Herr Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Geschichte der Investition in Hellerau, und damit meine ich insbesondere oder nur ausschließlich das Gelände des Festspielhauses, ist eine Geschichte von fortwährenden Ausgaben, leider. Manche Personen sprechen sogar von einem Fass ohne Boden, ich nicht, ich werde Ihnen noch am Ende sagen, warum nicht. Schauen wir allein auf dieses Jahr, sehen wir, dass die Stadt eine Brachfläche zum doppelten Verkehrswert kaufen will, ein Flurstück für 800.000 Euro, um dort eine Parkanlage, Erschließungsstraßen und Parkplätze zu errichten. Die Nebenkosten kommen noch mit dazu, da sind wir bei einer knappen Million. Ich darf meinen Stadtratskollegen Veit Böhm zitieren, das wäre aus meiner Sicht Verschwendung von öffentlichen Mitteln. Das ist in einer Phase wie dieser, in der die Haushaltsmittel knapp sind, in der wir Einnahmeverluste haben, in der wir Haushaltssperren haben, dass es in so einer Zeit zu Diskussionen um Ausgaben kommt, ist ganz selbstverständlich. Und es ist sicherlich auch notwendig, dass man in gewisser Weise das Gelände dort gestaltet. Aber für diese 1 Million würde man keine Parkplätze bekommen, sondern es geht allein um das Grundstück, denn die Gelder für Straßen, Park- und Parkplätze, die kommen nochmal hinzu. Straßenbau 1,25, Parkplatzneubau 1,02, Grünanlagen 160 Euro je Quadratmeter, übrigens das alles ohne Fördermittel. Kommen wir nun zur aktuellen Vorlage. Für den Umbau des Ostflügels haben wir einen Planansatz von 12,04 Millionen Euro. 5 Millionen davon sind Fördermittel städtebaulicher Denkmalschutz. Dann brauchen wir noch 2,41 Millionen Euro zur Instandsetzung des Festspielplatzes vor dem Festspielhaus. Und wenn jetzt dem einen oder anderen Gast bzw. denjenigen, die davon diesen ganzen Summen noch nichts gehört haben, die Ohren schlackern, kann man nur sagen, das ist nachvollziehbar. Wir werden dann im Laufe des Tages heute noch über 1 Million Euro Zuschüsse für ein Trainingszentrum von Dynamo Dresden oder der alternativen Verwendung im Breitensport reden. 1 Million. Wir reden jetzt über 12 und noch weitere Kosten, die alle mit diesen Investitionen verbunden sind. 5 Millionen Fördermittel habe ich schon gesagt, 7 Millionen
sind sozusagen davon noch übrig, die man in Hellerau ausgeben kann, aber für die man auch schon eine Zweifeldsporthalle bauen könnte, zum Beispiel in Prohlis am Standort vom BSZ Franz Ludwig Gehe oder in Rostal am Standort vom BSZ für Agrarwirtschaft. Oder man investiert diese 7 Millionen sinnvoll in Verwaltungsbauten, zum Beispiel ins neue Rathaus, ins Schulverwaltungsamt oder am Standort Theaterstraße. Übrigens, meine Damen und Herren, die Kosten für den Anbau, Neustrukturierung, Ordnungsrathaus und Standort Theaterstraße beantragen genau 12 Millionen Euro, genau die heute in Rede stehende Summe. Und Frau Jenigen, diese 7 Millionen Euro, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, das ist übrigens genau die Summe, die im Änderungsantrag des OBs für den neuen Haushalt an Mehrbedarfen von Ihnen angemeldet wurde und nicht genehmigt wurde. Das sind genau 6,6 Millionen Euro. Aber nur, dass man mal ein Verhältnis von diesen Zahlen bekommt. Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, diese Pläne und diese Ausgaben passen nicht in diese Zeit. Wir brauchen eine Abkehr von immer neuen Ausgaben in Hellerau und das gerade jetzt in einer Zeit, in der massiv gekürzt wird, auch bei anderen Kultureinrichtungen. Wir sind der Meinung, nichts ist alternativlos, auch nicht so eine Investition wie diese im Standort in Hellerau, vor allen Dingen nicht in diesen Zeiten. Das galt übrigens schon vor 16 Jahren. Am 31. März 2004 gab es eine Stadtratssitzung, da wurde ein Beschluss gefasst, V3928, SR 74-04. Gegenstand war die Kooperationsvereinbarung, die ja die Grundlage bildet und aus der darf ich zitieren, aus dem Beschluss darf ich zitieren. Da steht unter anderem drin, die Investitionsverpflichtung der Landeshauptstadt Dresden gemäß § 2 Absatz 2, da werden noch ein paar Abschnitte erwähnt, werden auf maximal 8 Millionen Euro begrenzt. Die noch zu erarbeitenden Anlagen 3 und 4 sind auf diese Summe anzupassen. Ich weiß, das ist 16 Jahre her, aber wir werden heute wieder gegen diesen Beschluss verstoßen, höchstwahrscheinlich. Es sei denn, es findet sich eine Mehrheit, die diese Vorlage ablehnt. Meine Damen und Herren, Hellerau ist kein Fass ohne Boden, das möchte ich hier sagen, aber ich glaube, in Hellerau, das sollte man aktuell so zumindest sehen, ist das Fass voll. Wenn wir so weitermachen, beziehungsweise wenn die Mehrheit, die ich mutmaße, dass sie steht, so weitermacht, dann bringt man das Fass zum Überlaufen. Und diesen Überlauf, den werden wir nicht zulassen, deswegen werden wir dieser Vorlage nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nun doch mal eine Lanze brechen für Hellerau. Hellerau ist in Dresden ein besonderer Ort. Ich halte das wirklich für einen sehr wichtigen und besonderen Ort. Hellerau ist ein Ort nationaler und europäischer Ausstrahlung. Er war das nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern er ist es auch heute wieder. Und er hat künstlerische Strahlkraft weit über Dresden hinaus. Er ist als Ort ein Ensemble. Wir haben gehört, das Festspielhaus von Heinrich Tessenow. Er war künstlerisches Versuchslabor der Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und, es ist richtig, Thilo Wirz hat darauf hingewiesen, es gibt an diesem Ort auch Schatten. Und als Schatten ist zu nennen, baulich erstmal, dieser Kasernenbau Ost und West der Polizeibataillone. Und mit diesem Licht und Schatten, meine Damen und Herren, steht Hellerau aber auch, wie unsere gesamte Geschichte, eben für den ersten Teil des 20. Jahrhunderts. Und heute geht es um die Sanierung des Ostflügels. Es geht um Einbau von Probebühnen, von Studiobühnen, um Unterkunftsräume für Künstler und es geht um Gastronomie. Und Herr Nietzsche hat ja schon angeführt, woher kommt dieses Geld, von dem er glaubt, dass es das Fass zum Überlaufen bringt, von dem ich es nicht glaube. Es sind einmal 5 Millionen Fördermittel des Landes und Sie wissen auch, die sind gebunden für städtebaulichen Denkmalschutz. Damit können Sie keinen neuen Verwaltungsbau bauen, damit können Sie auch keine Schule bauen. Dieses Geld ist gebunden für Denkmalschutz und das tun wir dort, denn man kann da anderer Meinung sein und es ist vielleicht umstritten gewesen, diese Entscheidung, aber am Ende steht Hellerau als Gesamtensemble unter Denkmalschutz.
und 2 Millionen kommen aus dem Sonderprogramm DDR-Vermögen, die sogenannten DDR-Millionen. Und ich persönlich finde, da sind sie gut angelegt. Wir haben im Ausschuss, und das ist richtig, hart darüber diskutiert, braucht es den Ankauf dieses Grundstücks dahinter. Ich persönlich denke, langfristig braucht es das, aber nicht zu diesem Preis, denn der ist überteuert. Und braucht es eine Parkplatzsituation, die wir jetzt schaffen. Und wir haben ja auch klar gesagt, dass das zu weit geht. Es gab im Anschluss daran Gespräche mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Und die Vorlage ist ja verändert. Und wir sind ja jetzt in der Situation, dass das Landesamt zugestimmt hat, dass wir also die jetzige Parkplatzsituation vor dem Festspielhaus erstmal weiter nutzen, dass das verstetigt wird und dass wir eben nicht den Abfluss der Fördermittel daran binden, dass wir jetzt auf dem zu kaufenden Grundstück dort die Parkplätze bauen. Ich halte das für eine gute Entscheidung und möchte denen, die diese Gespräche geführt haben, ausdrücklich danken, denn wir sind nun in der Lage, diese Landesmittel für den Denkmalschutz auch wirklich abfließen zu lassen. Ich finde es sehr gut, und die Verwaltung hat es in der Ursprungsvorlage auch schon getan, dass sie sich der Geschichte dieses Ortes stellt. Ich bin gleichzeitig froh darüber, dass Thilo Wirz da schon lange nicht locker lässt und darauf hinweist, gerade wenn wir uns mit diesem Ensemble des Festspielhauses und überhaupt Hellerau bewerben wollen als Welterbe, dann brauchen wir eine kritische Auseinandersetzung eben mit Licht und Schatten dieses Ortes. Wir bitten um Zustimmung zur Vorlage in der nun geänderten Fassung. Dieser besondere Ort Hellerau wird dadurch um eine weitere Facette reicher, und ich sage gerade in diesen Zeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Löser. Für die CDU-Fraktion Herr Schmidt. Verzichtet, okay. AfD-Fraktion Herr Rentsch. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Stadträte, liebe Bürger. Welcher Betrag wird mit dieser Vorlage Sanierung Ostflügel Festspielhaus Hellerau denn eigentlich hier beschlossen? 5,04 Millionen bis 5,72 Millionen, die im Haushalt eingestellt sind, oder sind es 12.040.000 Euro, wie den Punkten 2 und 3 zu entnehmen ist? Fördermittelzusagen in Höhe von bis von 7 Millionen sind laut Vorlage offensichtlich nicht zu 100% gesichert. In der Begründung zur Beschlussvorlage ist von bis zu maximal 7 Millionen Euro die Rede. So ist in Punkt 2 der Begründung zu lesen, im Rahmen der Städtebauförderung konnte mit dem Freistaat Sachsen im Jahre 2018 eine städtebauliche Vereinbarung abgeschlossen werden. Damit steht für die komplexe Modernisierung und den Umbau eine Finanzierung in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro zur Verfügung. Weiterhin werden aus Mitteln der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR 2 Millionen Euro zur Umsetzung der Maßnahme bereitgestellt. Und in der Anlage 5 ist ebenfalls zu entnehmen, dass es sich lediglich um vorhandene und in Aussicht gestellte Fördermittel handelt. Das bedeutet also, dass mit dem heutigen Beschluss die Stadt Dresden für einen möglichen Ausfall der städtebaulichen Vereinbarung in letzter Instanz haftet. In Anbetracht der aktuellen Krise ist das Szenario einer Nichtbereitstellung von 5 Millionen nicht auszuschließen. Demzufolge wird die Patronage dieser Stadt mit dem heutigen Beschluss nach dem Motto agieren: Wir bauen erstmal los, und wenn es ein bisschen teuer wird, mit oder ohne Fördermittel, dann haben wir eben alle irgendwie ein bisschen Pech gehabt. Aus unserer Sicht ist die Festlegung auf die Verausgabung von bis zu 10 Millionen Euro zulasten des städtischen Haushalts zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angebracht. Eine künstlerische Notwendigkeit und Dringlichkeit ist auch nicht zu erkennen, denn der Spielbetrieb des Festspielhauses ist nicht abhängig von der Sanierung des Ostflügels. Ergo ist das Projekt ein aktuell verschiebbarer Luxus. Am Beispiel dieser Verwaltungsvorlage zeigt sich auch sehr eindrücklich, wie in der Stadt mit zweierlei Maß gemessen wird. Einerseits müssen nahezu alle städtischen Gebühren auf Grundlage des Kostendeckungsprinzips erhöht werden, und andererseits spielen Steuerzahlermillionen für die Einrichtung Festspielhaus Hellerau offensichtlich keine Rolle. Der reale Kostendeckungsbeitrag belief sich bei der Einrichtung im Jahre 2019
auf sage und schreibe 9,1%, und das ist noch sehr optimistisch gerechnet. Ja, toben Sie ruhig weiter. Noch eine kleine Anmerkung zu den jährlichen Betriebskosten, die in der Vorlage nicht ersichtlich sind. In Anlage 2.1 Teil 3 aus 2017 sind diese mit 50.000 Euro veranschlagt. Laut Präsentation diesen Jahres werden es dann aber wohl eher um die 300.000 Euro werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen hierzu? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit können wir ins Abstimmungsverfahren eintreten, und ich darf Sie um das Handzeichen bitten, wenn Sie der Vorlage in der Fassung des federführenden Ausschussberichtes Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Die Vorlage hat bei 51 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und einer Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Vielen Dank. Der nächste